gucken wir mal rein bei der Shisha-Mutti. Hallo und Shisha Lavisha. Ich wollte gerade sagen, nicht hallo. Das heißt Shisha Lavisha, Tanja. Ich war ja schon fast entsetzt. Aber okay, ich war voreilig. Die ist doch toll, wenn man aus dem Urlaub oder aus der Reha kommt, so wie jetzt gerade. Und man findet ein Paketchen. Und ich liebe ja Paketchen auspacken. Eigentlich war das gar nicht geplant, dass ich mit euch ein Unboxing mache. Aber der liebe Herm hat gemeint, er hätte das so liebevoll verpackt. Und er schickt alle Päckchen so liebevoll verpackt raus. Und deswegen habe ich gedacht, ich tue das für euch mit aufmachen. Ihr dürft live dabei sein oder auf jeden Fall dabei sein. Ich weiß auf jeden Fall, es ist ein Kopf drin, es ist ein Mundstück drin und noch eine kleine Überraschung. Aber wie das dann jetzt aussieht, schauen wir mal. Also, auf jeden Fall finde ich ein kleines Döschen, Hookah Squeeze, okay. Paste. Die werden Paste. Wir nachher noch brauchen. Ihr werdet die jetzt gleich Paste. Sehen, warum. Dann haben wir ein Paket. Oh, das sind Kohlen, Kokosnusskohlen. Naturkohlen aus Kokosschalen, auch sehr, sehr cool. Kann man gerade immer brauchen. Mein Kohlevorrat ist eh ein bisschen zur Neige gegangen. Dann haben wir hier Neueröffnung, Nagile Habibis. Folgt uns auf Instagram, verlinke ich ja auf jeden Fall noch. Dann kommt hier ein rosa... Ich hab da noch nie was bestellt. Also hatte mit dem Shop noch gar nichts am Hut. Kann ich gar nichts zu sagen. Da ein Paketchen raus. Dann haben wir ganz, ganz viel so Verpackungsmaterial. Könnt ihr im Wasser auflösen, dann ist es auch weg. Also ihr müsst es nicht wegschmeißen, sondern einfach nur ins Wasser. Ach, echt? Geht das? Kann man das im Wasser auflösen? Ich schmeiß die mal weg und dann sind meine ganzen gelben Säcke voll. Kann man die echt einfach auflösen? Das wäre ja der Lifehack, Alter. Da hätte Mutti aber wieder richtig zugeschlagen. Krass. Ja, geht. What the fuck? Warum wusste ich das mein Leben lang nicht? Warum sagt denn sowas keiner? Wasser schmeißen und das ist so Maisstärke und das verschwindet dann im Abguss. Also habt auch keinen großen Müll. Dann habe ich ein Mundstück, das habe ich schon erwähnt, worauf ich mich sehr freue, auf dieses Mundstück. Obwohl, sieht pink aus, ne? Ich sehe es ja wahrscheinlich schon, obwohl es nicht mein Material ist. Ist klar, aber er hat mir versichert, dass das mega stark ist, mega dick und es hat noch eine Überraschung. Aber das zeige ich euch auch gleich. Dann haben wir, ach ja, noch einen Löffel. Ich habe mir nämlich schon was hingerichtet. Immer gut, die Dinger zu haben. Ich weiß nicht, was drin ist, aber sehr gut. Dann haben wir... Ist nur Mais? Ist das echt Mais? Das ist doch nicht Mais. Das wirkt doch wie Plastik. Ihr erzählt doch Scheiße und wollt nur, dass ich die Dinger esse und dran verrecke. Jetzt muss ich so ein Ding essen. Ganz viele, 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 viele Hygienemundstücke noch drin. Und meine Kinder, Enkelkinder werden sich freuen. Omi natürlich auch. Ich muss da auch eins... Hä, das ist diese Leute, ich komme da nicht drauf klar. Das wäre ja der Lifehack, wenn man einfach diese Scheiße in seine Spüle packt, da Wasser drüber laufen lässt und die sind einfach weg. Wisst ihr, wie viele gelbe Säcke ich schon mit dieser Scheiße weggeworfen habe? Das ist ja zu krass. Warum erzählt einem das keiner? Warum erwähnt das denn keiner? Das Wichtigste ist jetzt, ich will jetzt den Kopf sehen. Und das Mundstück. Was wollt ihr als erstes sehen? Mundstück oder Kopf? Erst Mundstück, schade, dann das Wichtigste, den Kopf. Aber ich mache jetzt für mich erstmal das Mundstück auf. Richtig. Also liebevoll verpackt, auch mit dem Logo drauf, von wo es kommt, dass man es auch ja nicht vergisst, von wem. Hm. Und ich mache jetzt mein Mundstück auf. Es ist aus Glas und es ist richtig schwer und es hat eine Besonderheit. Schaut mal, da drin. Oh nein. Das ist wahrscheinlich wieder wegen meinem Kopf nicht, aber... Also für mich wäre das, das ist Disco-Tuning für Mundstücke, finde ich. Ich weiß nicht, ich fühle das gar nicht. Aber wie immer, das ist Geschmackssache so. Wenn es dir gefällt, ist da natürlich alles cool mit, dann geht mich das ein Scheiß an. Für mich ist das ouch. Ja, und das Besondere auch da dran ist noch, also hier oben ist auch der Schriftzug. Das kann man komplett in die Gefriere legen und man kann es eingefrieren. Also dass das noch so einen Cooling-Aspekt hat, ist natürlich ganz nett, aber ich würde trotzdem nicht mit dem Ding rauchen wollen. Wie eine Eisbazooka, nur dass es Mundstück kalt ist. Konnte ich jetzt natürlich nicht ausprobieren, aber ich werde es euch auf jeden Fall noch vorstellen in einem oder anderen Instagram-Posts oder Stories oder wie auch immer. Also das muss ich noch eingefrieren und muss es ausprobieren. Fühlt sich ganz gut an. Ja, ich habe wirklich Angst gehabt. Ich habe auch zu ihm gesagt, es ist nicht mein Material. Ich mag Glasmundstücke auch gar nicht, weil ich die wirklich immer zerlege, diese Scheißdinger. Gut, man könnte auch sagen, ich bin einfach zu dumm dafür, aber ist wahrscheinlich auch so. Real, aber er hat mir versichert, dass es wirklich ein sehr, sehr stabiles Glas ist und vor allem diese Herzchen da drinnen, wie sie fliegen. Also, das ist ja mal was ganz, ganz Tolles. Wunderschön. Richtig, also ja, hatte ich jetzt so auch noch nie, habe ich auch noch nie gesehen. Auf jeden Fall werde ich es mir mal eingefrieren.
probieren und gucken, was es dann, wie sich es dann verhält. Dann haben wir die Paschte und jetzt kommt die Paschte. Auf den habe ich mich wirklich gefreut. Also auf so eine Idee. Jetzt bin ich aber auch gespannt, was das für ein Kopf ist. Idee muss mir erstmal kommen und ich habe das gesehen und habe gesagt, klar, warum nicht? Wie oft habe ich mir an dem Kopf schon die Finger verbrannt und ich habe das gesehen und habe gesagt, ja, sehr, sehr geil. Richtig cool. So ein weißer Kopf, der hat hier drinne Löcher und hier noch eine Vertiefung. Also, man könnte jetzt wunderbar spielen damit. Also, Tabak und Paschte oder Paschte und Tabak. Vielleicht geht es auch mit Frucht, also mit diesen Früchten. Was? Was passiert hier gerade? Ist ja anders wild, das Ding. Die Grenzen der Möglichkeiten sind hier unerschlossen. Also man kann wirklich super viel... Es hat die Tanja wieder schön gesagt. Die Grenzen der Möglichkeiten sind hier unerschlossen. Ich hätte es nicht schöner sagen können, Tanja. Ja, okay, also ja gut, da könnte man noch so einen Klecks Paste reinmachen. Könnte funktionieren, wenn man mit HMD raucht. Vielleicht, ne, aber weiß ich nicht. Die andere Besonderheit, was mir wirklich sehr gefallen hat, ist... ein Henkel. Um Gottes Willen. Wenn du um 10 Uhr Shisha rauchen willst, aber um 8 Uhr noch Teeparty hast. Das ist dieser Kopf. Ey, wenn ich mir vorstelle, sowas auf meine Pfeife zu packen, ne? Dann dreht es mich schon wieder im Kreis wie sonst was. Sieht jetzt aus wie eine Kaffeetasse. Nein, also ich fand's... Doch. Wo ich das gesehen habe, fand ich klasse. Warum gab's das nicht schon früher? Wie oft habe ich... Ich meine, für jeden Topf gibt es einen Deckel. Die Mutti sagt, sie findet es geil, ne? Also anscheinend wurde da bei der Produktentwicklung ein Problem gesehen und gelöst. Aber für mich, nee, dann fasse ich doch einfach den Kopf unten an und gut ist, ne? Ich mir hier schon die Finger verbrannt oder weiß oder wie auch immer oder keine Ahnung, und dann, um den Kopf runter zu machen. Und ich hoffe jetzt, dass es auch wirklich nachher gut geht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das hier heißer wird, als der Kopf hier unten überhaupt ist. Und hoffentlich macht sie es mit der Paste in der Mitte. Das würde mich interessieren. Könnte ja klappen. Der HMD-Aufsatz passt auf jeden Fall auch drauf, da eine sogar gut. Lippe außenrum so gemacht ist zum Halten. Hat sich so angehört, als würde der hervorragend sitzen. Das ist nice. Und so werde ich mir jetzt den geschwind bauen. Und dann machen wir uns Kohlen an und dann probieren wir den mal. Also in die Mitte werde ich mir auf jeden Fall Hookah-Paste. Okay, geil. Sie macht das so, dass in der Mitte Hookah-Squeeze ist. Das ist, glaube ich, wenn ich recht weiß, war es Mango. Muss man das eigentlich umrühren? Ich habe schon ganz lange keine Paste mehr benutzt. Wir rühren einfach mal. Naja. Aber Paste ist, glaube ich, Paste. Ich mache es in die Mitte, in das Pfannenloch. Also jetzt viel zu viel. Allein von der Optik her wird das bestimmt killer aussehen. So. Wird bestimmt killer aussehen. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie man Paste verwendet. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Außenrum mache ich mir Bloody Punch, weil Mango und Apfel und... Man kennt es, Mango und Apfel, a.k.a. Bloody Punch. Na, kurzer Versprecher. Jetzt tue ich mir hier... den Kopf so nimmt, Alter. Das sieht schon so falsch aus. Mein Tabak rein. Schön locker, fluffig. Also meine Rauchergebnisse und mein Geschmack, was ich rausbekomme aus Köpfen. Ich finde es ganz in Ordnung. Gemotzt wird viel. Ja. Davon lasse ich mich aber gar nicht mehr abbringen. So ist richtig. Mir schmeckt mein Köpfchen. Aber ich zeige es euch auf jeden Fall auch gleich, wie ich mir diesen Bloody Punch jetzt da reinfülle. Ich bin so gespannt, ey. Und gleich anmache. Ich greife schon ganz automatisch wie zum Kaffeebecher. Also ich bin völlig überzeugt von diesem Henkel. Ich weiß es nicht. Ich bin so verwirrt, wenn ich das sehe. Es schreit alles in mir, nein, mach Köpfe nicht wie Tassen. Und auf der anderen Seite denke ich so, könnte es was bringen? Aber ich will trotzdem nicht so ein Ding auf meiner Pfeife. Ich würde das immer so drehen, dass man den Henkel nicht sieht. Kostet auch nur 70 Euro. Ist es dein Ernst? Digga. Der kostet wirklich 70 Euro. Also das ist sehr happig. Gewicht 250 Gramm, okay. Das ist nicht wenig Material. Innenmulde dient als zweites Depot für ein sekundäres Geschmackserlebnis. Zum Beispiel Kombination Tabakpaste und Aromen. Also ich meine, so von der Verarbeitung her und was so die Mutti erzählt hat, sah der echt nicht schlecht aus. Also jetzt mal ein ganz anderes Thema, ob der vom Kopf her 70 Euro wert ist. Ich weiß nicht, ob du Leute wirklich dazu bekommst, sich einen Kopf mit so einem Henkel zu kaufen, wenn der dann auch noch 70 Euro kostet. Also, wenn der jetzt ein 20 gekostet hätte, hätten bestimmt viele gesagt, komm, das ist ein wildes Ding, rein in den Warenkorb und mach ich mal, ist witzig, die Jungs lachen sich kaputt auf der nächsten Party und vielleicht funktioniert es ja dann auch noch ganz gut. 70 Euro? Schwierig. Wartet, ich zeige euch jetzt noch geschwind das Köpfchen, wie es aussieht, wird scharf. Das Köpfchen läuft, 2,5 Kohlen habe ich jetzt noch reingemacht zum Anrauchen, zeige es euch mal. Schmecken tut es mega.
Also ich muss jetzt schon mal gleich sagen, was ich jetzt schon bemerke, ist, dass der intensiver rauskommt, der Geschmack. Jetzt muss ich natürlich testen, ob ich das mit anderen Tabaksorten auch habe, diesen kräftigeren Geschmack. Also bis jetzt überzeugt der Kopf mich wirklich schon ganz gut. Weiß ich ja nicht. Also Placebo oder so, ich weiß es nicht. Ich rauche jetzt vielleicht, naja, 5 Minuten habe ich ihn jetzt angeraucht und der Kopf, der Hals hier ist schon gut heiß und ich sage, leicht runterzukriegen ist er auch. Einfach runternehmen und wieder draufsetzen. So, ich weiß nicht, ne, wenn ich den jetzt so nehmen würde und den auf meine Pfeife stecken würde, ob ich mich trauen würde, hier wirklich so drauf zu drücken, wie ich normal hier drücke, weiß ich nicht. Und wenn ihr dann das Ding hier wegfreckt, dann freckt ihr auch der ganze Kopf durch die Gegend. Weiß ich nicht. Paste macht vielleicht viel aus, ja, dass die Paste zusätzlich zum Tabak so noch ganz gut kommt, das kann ich mir auch gut vorstellen, ja, das könnte sein. Was ich aber auch sagen muss, dass ich durch dieses Glasmundstück, weil es halt so dick ist, ziemlich sich schwer ziehen lässt. Ich habe zum Vergleich mein Bayro-Mundstück noch nebendran und das, wenn ich das drauf mache, dann zieht sich das super einfach. Oh ja, das hört man sogar. Hörst du sogar den Unterschied? Sehen wir mich jetzt? Die Rauchentwicklung ist einfach viel, viel mehr mit so einem dünnen Ja, vielleicht, weil Mundstück du besser ziehen kannst, aber natürlich ändert das Mundstück an sich nichts an der Rauchentwicklung, ne? Aber klar, wenn du bei dem anderen nur so ziehen kannst. Da ist halt was anderes als mit einem anderen Mundstück, wo du richtig reinballern kannst, ne? Aber vom Geschmack, es kommt auch diese, was war, Mango kommt mit raus. Das wäre eben noch die Frage, wie viel schmeckst du von der Mango? Weil im Funnelloch in der Vertiefung habe ich ja die Hooker Squeeze Paste reingetan. Das ist schon witzig. Aber ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal begeistert. Mein Bloody Punch kommt viel, viel intensiver damit raus. Also ob der Bloody Punch jetzt in dem Kopf so viel intensiver rüberkommt als in einem Stonehooker, ich weiß ja nicht. Wir haben nicht getestet, ne? Es sind ja alles nur Vermutungen. Auf jeden Fall, das Positive ist schon mal, dass der Hals hier schon heiß ist und ich den wirklich hier anpacken kann. Der Griff wird nicht heiß, der ist wirklich noch normal. Da hätte ich auch Angst vor gehabt, dass das eben doch mit heiß wird und du es dann, ja, nicht mit anfassen kann. Temperiert, wie es halt so ist, also nicht heiß. Also ich bin bis jetzt mega zufrieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Daumen und Kommentare lasst ihr mir bitte gerne da. Meine Herzchen lasse ich jetzt für euch fliegen. Bis zum nächsten Mal. Oh Gott. Oh, die Tanja ist so süß. Ey. Meine Herzchen lasse ich für euch fliegen. Oh. Und da schmilzt mein kleines Herzchen. Lisha, bis ganz bald. Shisha la Visha, Tanja. Ja, anders wild, oder? Also das ist ja mal, weiß ich nicht. Müsste man wohl einfach testen, um es herauszufinden.